Ja, was will ich mit euch besprechen? Ich wollte mit euch besprechen, wie die nächsten, ja, 6, 7 Monate aussehen, der. Ja, okay, perfekt, bis zum Ende des Jahres sind es gar nicht 6, 7, aber wir sind so ungefähr bei der Hälfte gerade im Jahr, okay? Also, so die Hälfte ist geschafft und ich habe im Februar angefangen mit Streamen. Und ich habe euch ja auch schon gesagt, so, ich bin gespannt, wie es am Ende des Jahres aussieht, bla bla bla. Deswegen würde ich jetzt euch mal kurz sagen, was meine Ziele sind, also was ich versuche zu erreichen bis zum Ende diesen Jahres. Ja, wenn man mal schaut, von den Monaten her, war bei mir am März der erfolgreichste Monat, plus auch der Monat, wo ich am längsten gestreamt habe bis jetzt. Ich habe 161 Stunden und eine halbe Stunde gestreamt im März. Dann kam der zweite Monat, der krass war, sag ich mal. Das war dieser Monat, 140 Stunden. Es gab einige 12-Stunden-Streams, auch 15 Stunden, glaube ich sogar. Digga, Junge. Und dann gab es noch den Februar, das war der Anfangsmonat. Aber ihr kennt es auch, am Anfang ist man immer voll motiviert, Digga. So 100, 129 Stunden hatte ich da, okay? Also es gab jetzt schon ein paar Monate, wo ich auf jeden Fall die 100er-Marke geknackt habe, was schon viel ist. Weil wenn man das noch mit meiner Arbeit verrechnet, bla bla bla, habe ich eigentlich eine 90-Stunden-Woche. Und ja, das ist schon viel. Auf jeden Fall wären bei mir, wir haben jetzt aktuell auf Twitch nach einigen Bot-Angriffen noch, deswegen kann ich leider nicht genau sagen, wie viele Follower wir haben, aber ungefähr möchte ich 500 Follower schaffen. Wir haben aktuell 400 irgendwas, aber ich weiß nicht, immer noch nicht, ob alles noch Bots sind oder nicht. Da gab es ein paar Angriffe, das ist ein bisschen ehrenlos. Und nein, es ist nicht cool, gebottet zu werden. Es ist nicht cool, viele Follower zu haben und keine Zuschauer, Digga, das ist nicht cool. Ja, das heißt, bei Twitch wäre das Ziel 500 Follower erstmal. Auf YouTube haben wir, oder ich bleibe erstmal bei Twitch noch. Was Watchtime angeht, ich möchte jeden Monat mindestens 100 Stunden streamen. Durchschnittsmonat würde ich bezeichnen 150, also ich versuche eigentlich 150 zu knacken. Deswegen werde ich auch unterwegs zum Beispiel streamen, wenn ich in Köln bin oder so, werde ich auf jeden Fall die Kamera mitnehmen, weil ich muss die Watchtime mitnehmen, Digga, sonst habe ich viel zu wenig. Das heißt, ich werde auch bei der Gamescom, nicht in der Gamescom, sondern nach der Gamescom, wenn ich zu Hause bin, auf der Terrasse chill oder so, halt entspannten Talk machen. Ja, ansonsten Ziele bei Twitch an sich so nicht. Ich hätte gesagt halt natürlich, dass die Zuschauerzahl noch hochgeht. Ich werde auf jeden Fall mindestens ein 24-Stunden-Stream machen, dieses Jahr noch. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das ist. So an die Grenzen gehen, sage ich euch ehrlich. Das Chatting ohne Viewer, ja, Mann. Ja, das wäre es dann erstmal bei Twitch, so von den Zielen her. Dann bei YouTube. Ich sag mal, das Ziel bei YouTube ist sowieso gerade mal die Monetarisierungsstufe zu erreichen. Was braucht man dafür überhaupt? Man braucht dafür 1000 Abonnenten und eine bestimmte Wiedergabezeit, die Zuschauer sozusagen deine Videos anschauen. Das heißt, das zu knacken ist schon schwer dieses Jahr noch, aber wäre natürlich cool, ist eher optionales Ziel. Ansonsten 1000 Abonnenten auf YouTube zu knacken, das ist auch schwer. Und wenn man theoretisch so rechnet, so theoretisch gesehen, halt wie viel ich jetzt mache und dann das monatlich, habe ich am Ende vielleicht 800 Abonnenten, aber das Ziel ist 1000. Das heißt ein bisschen mehr als realistisch gesehen, aber ich hoffe, dass ich es schaffen werde auf jeden Fall. Und könnte auf jeden Fall passieren, deswegen ist es nicht so unwahrscheinlich. Ich werde auch diese Woche Sonntag was droppen und okay, ich weiß nicht, wann das Video kommt, wenn es danach kommt, weiß nicht, ob dann Sonntag was kommt, aber ich versuche auf jeden Fall sonntags auch was hochzuladen. Das heißt, ich lade Dienstag was hoch, 18 Uhr, und Sonntag um 18 Uhr was hoch. Genau, das heißt zwei Videos die Woche, Monetarisierung und die 1000 Abonnenten. Das sind die drei Ziele und die drei Ziele auf Twitch. Ja, an sich halt Zuschauerzahl erhöhen. 500 Follower, 100, ja, mindestens 100 Stunden sozusagen im Monat zu streamen. Genau. Und es sollen jetzt auch nicht Jahresvorsätze klingen, diese typische Scheiße mit, ich gehe jetzt fünfmal ins Gym in der Woche und so. Nein, ich versuche einfach aktiv zu bleiben. Das ist sowieso das größte Ziel an sich, so mit Zahlen malen. Das war jetzt nur so, was man sich mit Zahlen so als Ziel setzt. Am Ende des Tages, ich würde mich freuen, aber es würde mich auch nicht jucken. Also hätte ich jetzt keine 1000 Abonnenten, ich freue mich, aber es ist jetzt nicht so, dass ich aufhöre mit YouTube, falls ich nur 900 habe. So, das ist nicht schlimm, so, what the fuck. Ja.
Ihr könnt mir mal eure Ziele noch reinschreiben und ob ich es dieses Jahr noch schaffen werde, die 1000 Abonnenten bei YouTube zu knacken und die 500 bei Twitch. Bin ich mal gespannt. Und natürlich ohne Bots und so, ne? Ja. Mein Jahresziel war gut in Schule. Wieso war? Hab's verkackt. Ja, gut. Was soll ich sagen? Mein Ziel war, gefühlt Ausbildung zu schaffen. Hab's auch nicht geschafft, aber ist nicht schlimm. Schule ist einfach Schule, ja. Schule ist Schule. Was ich natürlich auch richtig cool finden würde, ich versuch's jetzt schon mal so leicht in die Richtung zu schwenken, aber Turniere zu organisieren. Ich sage euch ehrlich, sobald ich anfange, erste Sponsoren für die Turniere zu haben, ich werde das auf jeden Fall auch mit Preisgeldern machen, würde ich mich sehr freuen. Einfach Turniere, zum Beispiel Pro Clubs Turnier oder was weiß ich, Fall Guys Events oder Kahoot, wer kennt mich zu euch am besten oder so. Keine Ahnung, irgendwas Lustiges mit Preisgeld, bla bla bla. Das wäre schon auf jeden Fall lustig. Und ich bin echt am Ende des Jahres gespannt. Ich werde am Ende des Jahres nochmal ein Video machen, wie es wirklich war, wie es aussah mit den Zeiten, wie es aussieht mit den Zuschauerzahlen, wie es aussieht mit, ja, eigentlich so komplett Übersicht von Twitch, YouTube und so, bla bla bla. Wie viele Emotes benutzt wurden bei Twitch. Ich habe ja Emotes, da bin ich auch sehr drauf gespannt. Und ich habe auch schon gesagt, es gibt eine Top 100 bei mir. Also das habe ich jetzt auch neu eingeführt, weil davor hatte ich ein bisschen anderen Gedanken, aber egal. Dieses Trikot, was hier an der Wand hängt, okay? Es gibt eine Top 100 und in dieser Top 100 sind sozusagen 100 Leute nur und nach 100 ist fertig, da unterschreibe ich keinen mehr drauf. Ich schreibe die Namen drauf, wenn man auf Twitch einen Monat Watchtime hat. Jetzt, es klingt vielleicht viel, aber es ist auf Dauer machbar. Ich sage euch ehrlich, wenn man jetzt sogar anfangen würde, man schafft es auf entspannt bis Ende des Jahres. Auf entspannt. Weil ich stream mindestens 100 Stunden mindestens 100 Stunden im Monat und das sollte man auf jeden Fall hinbekommen. Ich rechne es gerade nicht um, aber es sind wie viel? 3 Tage. Okay, man müsste ein bisschen noch tryharden, aber es würde auf jeden Fall gehen. Ich finde es auf jeden Fall ein machbares Ziel und es gibt auch keinen Zeitraum. Auf jeden Fall nur die 100 Leute, sobald 100 Leute voll sind und da schreibt da keiner mehr drauf. Das ist die Top 100, die hier draufstehen wird. Was meine ich damit? Ich schreibe auf dem Trikot den Namen drauf, der in der Top 100 drauf ist bei der Watchtime. Und das wird man immer im Stream sehen und auch falls ich irgendwann abhängen werde, ich werde es einrahmen und irgendwo aufhängen, weil das sozusagen die Top 100 ist, das ist einfach was Limitiertes, das ist so wie so ein WM-Trikot von 2014, weißt du, das gibt's nicht nochmal. Deswegen fand ich auf jeden Fall eine coole Idee so. Ja, ich mache jetzt noch das Outro. Ich habe mir überlegt, ob ich ein Intro machen soll. Ihr könnt es auch nochmal in die Kommentare schreiben, was hält ihr von einem Intro? So, keine Ahnung, du bist 15 Sekunden wollte ich eigentlich machen. So ein bisschen Rückblick, kurze Videos, wie mein Kanal, was ich gemacht habe, bla bla bla. Würde ich auf jeden Fall fühlen, würde ich auch cool finden. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr Bock auf sowas habt oder nicht. Ich meine, ich von früher, ich hatte mal so Gaming-Intros und so, das war halt schon ein bisschen cringe, sage ich ehrlich. Genau. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, ihr könnt gerne ein Like da lassen oder abonnieren. Ihr wisst ja, wie es läuft. Ich möchte nicht die ganze Zeit drumrum reden. In dem Sinne, bis zum nächsten Video. Peace. Cut. Spaß. Kennst du Leute.